Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. For the Lost Players. Ja, ich habe direkt wieder reingeböllert. Es geht direkt weiter. Keine Pause wurde getätigt. Ich bin mental also immer noch am Verarbeiten. Denn wenn ihr die letzte Folge begutachtet habt, habt ihr Teil von meinem Traumata werden können. Zeuge von meinem Traumata werden können. Es ist vielleicht höchstwahrscheinlich auch zu eurem Traumata geworden. Man ist oft nicht bei einer Vergewaltigung oder bei einem Banküberfall dabei, aber ihr könnt, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, sagen, ja, ich war dabei. Ich hab's gesehen. Ich hab's wirklich gesehen. Was genau? Nun, ein neues Hindernis. Also eigentlich war es ein altes Hindernis. Ich meine, ja klar, wann sieht man hier schon mal neue Sachen? Also das, so Koopas und Feuerbälle und so, das hat man ja schon alles wahrscheinlich auch in anderen Hacks gesehen oder kennt man aus dem Original her, aber noch nie zu sehr oder schätzungsweise sollte ich es anders sagen, ich wurde lange nicht mehr so hart verarscht. Und dann war es wirklich, es war einfach dieselbe Scheiße. Wie gesagt, dieser 10-jährige Knirps, bin ich übrigens gerade, ich dachte, wir hätten das Thema durch, dass ich hier das 8-1 ohne Probleme schaffe. Diese 10-jährige Missgeburt, wow, hat doch allen Ernstes den Penis einfach... Ne, das ist... Gut, nach der Logik, wir machen ihn mal... Wieso hat das eigentlich gerade schon wieder geleckt? Wir machen ihn mal minimal älter. Sagen wir erst 14 oder so, ne? Das ist einfach... erste Freundin hat Schluss gemacht, weil es im Bett nicht geklappt hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Der Penis-Neid einfach, der Penis-Neid. Ja, manch einer... Mensch, was geht denn hier ab, Junge? Hallo, seht ihr das? Seht ihr das? Ja, es tut mir leid, so kann ich auch nicht arbeiten. Manch neuer Zuschauer würde mir jetzt Fäkalsprache und ungehobeltes Benehmen unterstellen. Nun, das mag für den Moment vielleicht der Fall sein, aber wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass das ist jetzt auch nur verbales Protestieren. Ich versuche das... Ich habe jetzt hier direkt versucht weiterzumachen, versuche gleichzeitig aber natürlich noch den Shit zu verarbeiten, nicht auszurasten, nicht zu weinen. Und das kommt einfach dabei rum. Ja, da kann man auch tatsächlich schon mal zu solchen Aussagen greifen. Und man weiß ja nie, vielleicht entspricht es ja der Tatsache. Man könnte auch sagen, dieser Hack wurde von einem E-Girl gemacht und sie wünscht sich diesen langen Penis sehr. Aber sie hat ihn bisher leider nie bekommen. Wobei man an dieser Stelle auch mal wieder fairerweise sagen muss, dass es, ich weiß, es ist auch ausgelutscht, aber es kommt ja nicht auf die Größe an, ne? Weil die, wie gerade abdriften. Aber ja, es ist halt so, es muss auch mal gesagt werden, ja. Die, empfindlichsten Stellen bei den Geschlechtsorganen beidseitig sind ja vorne, also es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Das, von daher, das ist ja das, was... Ja, aber, ne, das ist so, es ist einfach... Es ist auch Mainstream einfach, ja. Boah, der Typ, Alter, mit seinem 20 Meter langen Schwanz und so, ja, ja. Das ist einfach so entstanden, ja. Und, dann fühlt man sich natürlich schlecht, wenn man nicht 20 Meter lang ist. Von daher, nur mal so viel dazu, ja. Seid nicht traurig, seid nicht traurig. Auf die Technik kommt es an, ja? Auf die Technik, notfalls fragt Technik, gibt es den überhaupt noch? Ich meine, es gab ja auch mal einen Marcel Davis, aber ich glaube, die wurden mittlerweile alle abgesetzt. Ja, ab und zu gab es aber mal diese, ich nenne es mal Werbemaskottchen, die ganz lustig waren und die hat man auch im Internet verarscht. Wahrscheinlich sind sie deswegen gegangen, weil sie das Internet nicht überlebt haben. Ja, die Cancel Culture und so weiter. Wobei die ja noch nicht mal wirklich präsent waren. Man hat ja einfach nur Werbeclips genommen. Aber nein, nein. Ich denke, dass zumindest bei Marcel Davis war das nicht der Grund, wieso er gegangen ist. Er damals, ich meine 2009, 2010, wo er prominent war, da war das Internet ja auch noch nicht so krass von daher. Aber okay, so. 8-3. Meine Leute. Und es leckt immer noch. Ja? Leckt immer noch so ein bisschen. 8-3, ja. Hier muss man aufpassen, ne, dass der... Der Skeletti, der wacht ja auch dann gerne mal auf und so. Das Timing mit der Pflanze ist sehr, sehr schwierig. Das Lebileini, es muss aufgesammelt werden. Sonst
haben wieder natürlich sehr, sehr schwere Karten, weil es ja immer noch nicht... schlechte. Jetzt habe ich mir gerade Yugi vorgestellt, wie er einfach versucht, so eine Karte zu ziehen und die ist einfach irgendwie 20 Kilogramm schwer. Ich wähle die... Oh Gott! Kaiba! Ich glaube, wir müssen das Duell verschieben. Ich habe Rücken. Ich habe die Karte nicht hochgekriegt. Oh Gott. Ich glaube, ich werde Mario nicht hoch... Habt ihr es gesehen? Okay, gut. Den Sprung habe ich verkackt, weil ich wahrscheinlich in der Mitte irgendwie abgekackt bin, gebremst habe oder so. Aber wenn man beim ersten Sprung wirklich knallhart hinten an der Ecke steht und wirklich ganz kurz vor dem Bastarden rechts abspringt, dann ist das wirklich machbar. Aber man könnte auch tatsächlich einfach den Pilz haben. Und ich weiß nicht, wo ich ihn verloren habe, aber es war schätzungsweise, wie immer, ziemlich unnötig, ne? Das Timing ist jetzt auch wieder komplett für den Arsch. Herzlichen Glückwunsch, Stelle. Gib mir einfach das Leben, dann wird alles gut, würde ich sagen, oder? Gib mir ein Leben. Und ich gebe dir Segen. Ich gehe Segen. Und dreh an den Hebeln. So wie der Spasti letztens an dem Dislike-Knopf und so. Gym-Knopf. Da gab es ja mal. War das in der Folge oder war das? Das war nur bei Telegram, ne? Da habe ich mich ja aufgeregt, dass Jim Knopf, da gibt es irgendwie so einen neuen Film oder gab's. Ich glaube, das ist schon alt, von 2019 oder so. Da habe ich mich darüber aufgeregt, weil sie ihn schwarz gemacht haben. Und dann habe ich im Nachhinein feststellen müssen, dass der ja... diesmal bin ich aber durchgekommen. Ja. Geil. Dass der ja vorher schon schwarz war, ne? Das ist so diese woke Kultur, der man zu lang ausgesetzt war. Die meisten Leute werden wirklich schwarz angemalt. Aber ab und zu gibt es Leute, die halt wirklich auch von Haus aus einfach schwarz waren. Und naja. Ariel beispielsweise wurde schwarz gemacht, ja. Ariel, die schwarze Meerjungfrau. Die Moorjungfrau, kann ich da nur sagen. Richtig, richtig behindert. Aber okay, das würde jetzt auch wieder zu sehr ausarten. Ich wollte da jetzt auch eigentlich nicht... Nee, Moment! Ja, ich war gedanklich bei einer anderen Stelle. Ich war gedanklich da drüben bei dem Rohr. Aber nee, das kommt ja noch gar nicht. Scheiße, Mann. Das gute Extra-Leben. Das gute Extra-Leben wieder verschwende. Aber das war hier wirklich die richtige Entscheidung. Auf den Pilz zu scheißen, Mann. Den brauchen wir nicht. Der Sprung ist einfach zu gefährlich. So, hier, dann wenn er hochgeht. Ja, genau. Sehr gut, und hier. Jetzt direkt und keine Angst haben. Alles nach Plan, alles Final Destination, perfekt. Zu unseren Gunsten ausnahmsweise. Und dann spielen wir ein bisschen Bomberman. Ich habe Bomberman am Anfang dieses Jahres Let's Played, ne? Also, nur mal so. Ja, das war es auch schon thematisch. Es passte ganz kurz rein. Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit. Ne, weil ja kein anderer, kein Schwein für mich Werbung macht, muss ich selber konstant immer für mich Werbung machen. Ja. Der Story-Modus war komplett für den Arsch. Es hat sich eher so angefühlt, als würde ich 3D-Mega-Man spielen, weil du zu 80% nur mit den fucking Bosskämpfen beschäftigt hast. Ich überlege gerade. Meint ihr, man könnte... Wow, gerade so geschafft. Man könnte da hoch? Ja, da müsste man mal ein Save-Server, wobei dann könnte man hier auch hoch. Ne, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. So irgendwie so ein geheimer Warp-Raum oder so. Krass wäre das denn. Das ist, finde ich, immer noch hier so eine gefährliche Stelle. Ich habe den Pilz, 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 ich habe den Pilz. So, also, im besten Fall überlebe ich den ersten Penis und dann ist mir egal. Ja, dann rush ich durch den zweiten. Oder auch nicht. Ja, ich habe gerade gedanklich, dachte ich mir gerade, lass mal auf die Schildkröte springen. Aber das geht ja nicht. Warum geht das in diesem Wix... Muss ich jetzt aushalten wegen den Skeletten. Warum geht das in diesem Wix-Spiel nicht? Oder lag das an der Schildkröte, Mann? Lag das an der Schildkröte? Ich war jetzt unabsichtlich langsam. Ich habe den Penis da vergessen. Lag das an der... Holocaust. An der Schildkröte. Also quasi, dass ich auf die Roten springen kann. Beziehungsweise auf die Grünen halt. Leute, das war gerade so gut. Warum diese... Warum ist da Wasser? Ich muss sagen, ich werde jetzt schon ein bisschen aggressiv innerlich, ja? Also, danach ist definitiv Schluss. Das garantiere ich. Danach ist Schlussi, ja? Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Ja, genau. Selbes Spiel, hier hoch.
Also verzeiht, wenn ich jetzt stellenweise ruhiger bin und so. Nein, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe den. Jetzt muss ich aushalten. Jetzt. So. Ja, ist ja verständlich, ne, dass ich hier stellenweise dann ruhig sein muss und so weiter. Wobei, wir hatten ja auch an anderen Stellen, haben wir ja thematisiert, dass es auch gut ist, wenn man sich nicht zu sehr konzentriert. Bomberman! Black Bomberman! Ninja Bomberman! Die haben ja immer so ihren Namen gesagt, wenn man sie ausgewählt hat, zumindest in der PlayStation 1 Version. Weiß nicht, wie das bei den anderen war. Er explodiert! Oh nein! Und so. So, jetzt hier hoch, ja. Sicherheitshalber den nehmen, wobei der macht ja jetzt, könnte ein bisschen Stress machen, so. Konstante, wir haben Konstanten. Ja, geh weg, Alter. Geh weg. Ja, wirklich das Gefährlichste ist, wie gesagt, hier, die Stelle. Weil man... Ja, genau deswegen, ich wollte es gerade sagen. Ach, gib mir doch einfach hier noch mal einen Scheißpilz, Mann. Dummer Wichser, ey. Wie soll ich damit umgehen? Ja, man... Der Stress, Alter. Da sollte man sich auch wirklich, wenn es jetzt an der Zeit hängt, ne? Die Zeit jetzt schuld ist, dass ich verkacke. Ja. Ja. Es ist einfach zu neu. Ist zu weit hinten. Zu neu. Wie soll man sich das merken? Wie soll man überhaupt das... Ich habe ewig gebraucht, um mich an diese Physik zu gewöhnen und habe es immer noch nicht geschafft. Ja, und die Wasserphysik in Super Mario Bros. 1 ist ja nochmal... ist doch nochmal ein Spiel für sich. Da müsste... Allein dafür müsste man nochmal ein Jahr in den Raum von Geist und Zeit gehen, okay? Dragon Ball und so, falls für die Leute, die es nicht wissen. Da ist irgendwie... Da gehst du rein und bist... In der echten Welt vergeht ein Tag, aber für dich vergeht ein Jahr. Da müsste ich reingehen. Also ich müsste quasi ein Jahr reingehen, damit einen Tag reingehen und auf der Erde würde ein... Nee, Moment. Ja doch, auf der... Nee, hä? Ja, nee, auf der Erde vergeht... Was habe ich gesagt? Auf der Erde vergeht ein Tag, aber im Raum von Geist und Zeit vergeht ein Jahr. So, so rum. Jetzt habe ich's. Das müsste ich einfach machen. So behindert ist die Physik. Komischerweise kriege ich es ja... Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, komischerweise kriege ich es hin, wenn ich groß bin. Ja, weil du ja dann minimal lockerer bist, weil du weißt, du kannst einmal getroffen werden und so weiter. Ich bin einfach, wie gesagt, zu angespannt für den Scheiß hier. Das Witzige ist, man denkt, ja, wenn ich mich genug konzentriere, wenn ich angespannt genug bin und so weiter, dann wird alles gut. Aber dadurch wird es ja alles immer nur schlechter, Mann. Ganz ehrlich, so hier, fuck it, einfach durch. Einfach, ich mach das jetzt. Ich denk nicht nach. Okay, ich denk nicht nach, ich mach das jetzt einfach. Ich, ja, und da war die Physik, die Kartoffel und nasse Sack und leck mich und fick dich und ja, so. Ich bin jetzt richtig aggressiv. Ich spiel jetzt richtig aggressiv, Alter. Richtig aggressiv. Richtig aggressiv. So, jetzt aufpassen. Ich versuche, ich muss den sehen, oder? Ja. Was ist das? Warum? Es hört nicht auf! Warum ist der da? Warum gibt's keinen Checkpoint? Warum hat deine Mutter dir nicht deine verfickten PC weggenommen, du dumme muttergefickte Auschwitz-Schablone? Jetzt mal ganz ehrlich, es reicht! Es reicht! Und da jetzt Bowser gewesen wäre, okay. Aber... ...20 Folgen werde ich jetzt wahrscheinlich brauchen, um rein zufällig mit dem klarzukommen. Dann wiederum, man muss ja jetzt fairerweise sagen, okay, ich bin einmal an dem langen Penis gescheitert, an dem XXL. Ja, so X kommt man klar. XXL ist jetzt, das war am Anfang der Schock. Okay, gut. Wir können jetzt also theoretisch sagen, Scheiße, ich habe immer noch Zeit, Mann. Ich höre jetzt eher auf. Ich habe ja auch die letzten Folgen überzogen. Wir können jetzt theoretisch sagen, okay, gut. Es gibt quasi, XXL ist kein Problem. Jetzt haben wir halt den Hammerbruder. Also der Hammerbruder, ich brauche mehr Pilze. Ganz einfach. Ich brauche mehr Pilze. Ich würde mir gerne das Ende anschauen, aber... Ja, nee, das kann nach hinten losgehen. Nachher stellt sich heraus, dass es erst irgendwie ein Drittel des Levels war oder so, aber... Wie...
dreist kann man eigentlich sein? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Der Hammer, Bruder, der schlimmste Gegner im Spiel. Ja, komm. Komm, ja. Kein Problem, ja. Ja. Nee. Ich höre jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zu den nächsten 30 Malen. See ya.